Um diese Stammfunktion zu bestimmen, können wir zuerst dieses x als Ableitung von x² halbe schreiben. X² halbe prim ergibt effektiv x. Und somit sollen wir hier eine Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen bestimmen, von denen eine Ableitung ist. Dazu haben wir diese Formel. Effektiv haben wir hier Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, wovon eine Ableitung ist. Die Formel besagt, man rechne das Produkt dieser beiden Funktionen, aber dieses Mal ohne Prim, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft, darüber auf g. Wenden wir das hier an, zack, ist gemacht. Wir schreiben das Produkt dieser beiden Funktionen aber ohne dieses Prim, hier ist kein Prim, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Also steht da x² halbe ohne Prim und hier steht dann ln Prim von x und das ergibt 1 auf x. Hier können wir noch x² mit x kürzen und ein halbes als multiplikative Konstante vor diese Stammfunktion setzen. Jetzt bleibt nur noch Stammfunktion von x zu berechnen. Das macht natürlich x² halbe. Und hier können wir noch den Bruch x² halbe ausklammern. Somit ist diese Übung beendet.